So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Darkout. Wir haben ja das letzte Mal glorreich unsere Rüstung verloren. Die werden wir uns auch gleich wiederholen. Ich will nur vorher Folgendes machen. Ich will mal hier die Steinmauern fertig bauen nach hinten. Ich habe nämlich gelesen, dass man durch diese Steinmauern verhindert, dass Monster in die Umgebung spawnen. Und dann wollen wir das mal ausprobieren, beziehungsweise wollen wir einfach mal, weil es ästhetisch ist, diese Steinmauern hier weiterbauen. Und außerdem brauche ich noch ein bisschen, um mich zu erholen und mich da wieder in diese Hulde zu wagen, um meine Rüstung zu holen. Man stirbt halt wirklich richtig oft hier, mein lieber Mann. Also zumindest ich sterbe relativ oft. Aber ich habe gelesen im Internet, es geht auch durchaus anderen so. Was mich ja wenigstens ein halbwegs ein bisschen beruhigt. Okay, da oben spawnen Viecher, die machen mir aber im Moment nichts, hoffe ich. Und ich habe es hier drinnen jetzt ja auch schön hell. Das heißt, ich werde aber trotzdem mal hier das hinten mit einer Steinmauer zumachen. Ey, wie viele da kommen. Unglaublich. Oh, das war's schon wieder. Dann hätte ich gerne noch mehr. Ich habe ja nun Steine genug. So, sehr gut. Her damit. So, und ich war ja ein bisschen forschen, aber mit 206 Research-Punkten habe ich immer noch keine Chance, irgendwas Neues zu erforschen. Ach, hier oben kann ich auch zumachen. Muss ich das denn? Ey, Alter, guckt euch das mal an, wie viele Tiere da rundherum inzwischen sind. Ey, gut, dass ich hier nicht raus muss. Manchmal kann man da... Naja gut, also das Ganze ist immer noch irgendwie eine Beta. Das darf man nie vergessen, dass das hier eigentlich alles noch Testspiele sind. Zum Beispiel, dass ich jetzt hier keinen Hintergrund bauen kann von oben aus. Wieso bin ich hier zu weit weg oder was? Das will ich auch gerne noch zu. Okay. Und hier am Rand kann man anscheinend auch noch. Dann wird man hier unten auch noch zumachen können. Okay. Und das hier oben? Also können wir noch ein bisschen näher ran. Haben wir noch irgendwo was offen? Hier. Dann hätte ich das auch gerne zu, wenn ich das schon machen kann. Hier oben geht nichts mehr. Das ist zu. Oder doch nicht? Boah, schwierig. Ne, man kann das hier noch zumachen, tatsächlich. Naja, das ist aber jetzt hoffentlich nur noch Kleinkram. Wer soll denn da für ein Tier durchspawnen? Aber diese Backwalls gelten anscheinend auch, wenn man ganz normale Frontwalls davor hat. So, jetzt ist aber hier Q-So. Gut, dann würde ich sagen, auf ein neues. Oder machen wir hier unten auch noch zu? Machen wir hier zu? Ach komm, das Risiko gehen wir mal ein. Ich will viel lieber erstmal wieder anfangen, mir die Rüstung wieder zu holen. So, ich muss nur aufpassen, dass ich die Tür nicht aufmache. Zu. Okay, und dann gehen wir mal los. Hier die ganzen Blumen, das lassen wir alles. Und dann versuchen wir mal da hinten unsere Rüstung wieder zu bekommen. Die ist mir nämlich doch schon lieb, wenn ich mich selbst heilen kann. Die Dame läuft nicht rund hier. Also das ist auch noch irgendwas, was sie hoffentlich auch noch besser machen. Die Steuerung ist noch verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Okay, also man kann natürlich jetzt hier springenderweise durchgehen. Baue ich das hier eben ab? Ich meine, es ist nun mal Kupfer. Ja, schadet ja nichts. Ja, ich weiß, dann muss ich wieder umbauen. Ich will aber wenigstens dieses Kupfer abgebaut haben. Hallo? Hallo Spiel? Okay, also es hat einen neuen Patch gegeben seit der letzten Aufnahme. Es ist jetzt Beta
115H, glaube ich. H wie Heinrich. Keine Ahnung, da sollen ein paar Kleinigkeiten gefixt worden sein, vor allem Gameplay-Glitches. Und es soll angezeigt werden, dass man überall weiß, welches Metall es ist. Also dieses Mouse-Over-Zeug. Mal gucken, ob das klappt. Aha. Das klappt ja prima, liebe Patch Notes. Super. Na, egal. Also, jetzt gehen wir hier rein. Wenn ich denn hier reinkomme. Ah! Ja, auf ein neues. Sorry, wenn ihr mir da weiter zugucken müsst bei diesen untauglichen Versuchen, meine Rüstung wieder zu kriegen. Aber ich wollte eigentlich nur dahin springen und es hat ein bisschen geleckt. Also es liegt natürlich alles am Spiel, niemals was an mir. Und dass ich hier nicht hochkomme, das ist doch albern. Liebe Leute, ich bin doch jetzt hier 5-mal vorbeigekommen, liebes Spiel. Nicht mehr hoch. Warum das denn nicht? So, darf ich jetzt hier bitte? Okay. Also, das muss ich anscheinend auch noch alles machen. Mir hier schön die ganzen Wege frei machen. Man kann das hier auch auf nur ein Element einstellen. Ja, will ich das jetzt wirklich alles machen? Also ich glaube, ich werde diesen ganzen Gangausbau dann mal machen, wenn ich meine Rüstung wieder habe. Vor allem will ich aber auch unbedingt mal Eisen finden. Weil ich mit Eisen nachher ganz viele Sachen machen kann, wie einen Generator bauen, eine Werkbank bauen und sonstige Sachen. So, hier wollte ich aber mal ein bisschen ausbauen. So kann ich das nicht wegtun. Wieso kann ich das nicht abbauen? Kann ich das einfach so aufnehmen? Das gibt's so gar nicht. Wieso kriege ich denn da diesen Holzblock nicht? Das ist doch von mir selbst verschuldeter Kram hier. Aber ich kann den nicht... Tja, muss ich halt drüber springen. Ach nee, komme ich inzwischen auch nicht mehr. Na, Respekt. Mühselig. Okay, dann machen wir das anders. Dann gehen wir in die Tiefe. Ach so, ich weiß warum. Ach so, hier hängt eine Fackel dran. Kann ich die nehmen? Und jetzt kann ich den auch abbauen. Aha, aha, aha. Gut, dann stelle ich aber die Fackel lieber wieder hier unten hin. Na? So. Und dann kann ich hier mal weiter abbauen, dass ich nicht immer gleich sterbe, wenn ich hier runterkomme. Achso, da brauche ich dann jetzt nur einen, um das einzuebnen. Aha, habe ich verstanden. Okay, das kann ich wieder nicht, weil da die Fackel im Weg ist. Dann stelle ich die hier hin. So, und jetzt kann ich das hier wieder abbauen, hoffe ich. Okay. Nein! Oh, ey, das ist ja eine Fail-Compilation hier. Ach, herrje. Ja, auf ein neues. Ach, Kelle, Kelle. Also, gibt's doch gar nicht. Na, immerhin komme ich jetzt hier einigermaßen fix voran. Mann! Also, Notiz an mich selber, ich muss als erstes da so ein Wooden Step hinbauen. So, hier gibt's definitiv Erze, aber der Mouseover funktioniert trotzdem nicht. Na, der Patch hat ja super geholfen.
Na egal. So, ich werde jetzt diese Rüstung kriegen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. So, jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Wieso ist denn da so ein... so eine Fledermaus? Wie kommt denn die her? Hier ist doch überall Licht. So, und ich wollte eigentlich... hier weitere Steps bauen. Die kriege ich wieder nicht, weil hier eine Fackel ist. Das hier kann ich abbauen, weil da eine Fackel ist. Und wenn ich jetzt einen weitergehe, dann bin ich schon wieder verratzt. Kann ich hier was hinbauen? Ah, hier kann ich was hinbauen, ohne runterzufallen. Es ist so schön. Gut, also das hier oben muss ich mal anders machen. Das hilft mir ja gar nicht weiter. Kann ich die hier haben? Dankeschön. Dann kann ich auch das hier abbauen, glaube ich, wenn ich einen höher gehe. So. Okay, dann habe ich jetzt hier wenigstens mal ein bisschen Ruhe. Dann setze ich... ach, da unten kommt schon wieder eine Fledermaus. Doof von der. Haha, ich blätte dich. Du kannst da nicht lang. Hier ist überall Licht. Und ich habe keine Rüstung. Du kannst da nicht lang. Komm her. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal wieder ein bisschen runter. Da sind überall die Dinger. Okay, aber auf der anderen Seite von der Mauer, da können die meinetwegen bleiben. So, und ich meine, hier unten müsste doch irgendwo meine Rüstung sein. Mal ein bisschen vorsichtiger werden. Ein bisschen aufziehen. Ich dachte, hier müsste meine Rüstung sein. Habe ich jetzt zu lange gebraucht? Das wäre ja übel. Oder sehe ich es nur einfach nicht? Ach, na, das ist ja mal doof, wenn da jetzt meine Rüstung nicht ist und ich muss hier trotzdem rein. Ich muss mir eine neue Rüstung craften. Ach, wie ärgerlich. Kann ich das von hier aus machen? Dazu muss ich erst die anderen machen. Die einzelnen, dafür brauche ich ganz viel Leder. Tja, will ich denn jetzt hier wirklich runter zu den ganzen Tieren? Also ich meine, hier sind ja jetzt einfach nur noch Tiere unten, jede Menge. Aber wenn da keine Rüstung ist, will ich da eigentlich auch nicht hin, oder? Doof. Gut, ich bin hier oben lang gegangen. Habe ich das denn irgendwie falsch in Erinnerung? Bin hier durchgefallen? Hier, wie klein Dovi. Bin ich hier lang gegangen? Ne, hier ist neues Territorium. Ja, dann gucken wir uns das wenigstens noch an, bis zum nächsten Mal sterben und dann kräften wir uns halt eine neue Rüstung. Okay, das heißt, es spawnt nicht unendlich und ich muss mir da wirklich Gedanken machen, dass ich die möglichst schnell hole. Sehr schade. Echt schade. Na gut, okay, jetzt brauchen wir Leder. Jetzt können wir wieder überlegen, ob Leder eine Ressource ist. Ja, da ist es eine Ressource. Das heißt, ich werde mir mal 10 Stück hier von 10 reichen. Was sagt mein Inventar? 10 Leder, sehr gut. So, dann brauchen wir Suits. Ach so, dafür brauchen wir diese Gu-Dinger. Die gibt's hier bei Lights. Davon kann ich mir 1, 2, 3, 4 mindestens mal machen. 6 Stück werde ich brauchen für die beiden Rüstungssachen. So, 5 und jetzt fehlen mir Gläser, okay. Gläser kriege ich hierher, da mache ich mal 2, 3, 4, das ist mir egal. Und hier noch einen, dann habe ich das auch vollständig. Machen wir einen mehr. Gut, dann will ich mir craften alle 3 Suits, also den. Was fehlt mir denn jetzt?
Jetzt sind das Components. Wahrscheinlich sind das Components. Nein, es sind natürlich nicht Components, es sind Ressourcen. Da, ich muss dann irgendwann mir auch nochmal Scrap Metal holen. Keine Ahnung, wo ich das herkriege. So, jetzt habe ich erstmal wieder ein paar. Okay. Das heißt, ich kriege jetzt hier unten gerade eine Rüstung. Dann hätte ich gerne noch so einen Kopfschutz. Und einmal die Füße. Und das hier unten habe ich ja alles. 6 von den Copper Bars habe ich noch. Das reicht gerade so. Die stelle ich mir gerade her. Und 3 von den Gutdingern habe ich auch. Okay.